sehr, dass natürlich auch bei diesen Wetterverhältnissen so viele hierher gekommen sind, um sich an der Stadtentwicklung für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zu beteiligen. Ich bin zuständig für die zwei Bereiche Kultur und Tourismus und hier ist es natürlich auch sehr wichtig, sich Gedanken zu machen, wo wollen wir uns hinbewegen. Die Stadt Krems basiert sehr stark auf der Kulturschiene und gemeinsam damit Tourismus, Kulturtourismus, ist es wichtig, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, dass wir im Bereich der Kultur noch einiges machen müssen und können. Auf der einen Seite geht es darum, dass wir unsere Kultureinrichtungen weiter ausbauen, fördern und auch an die Menschen heranbringen. Ich denke hier zum Beispiel an unser Museum und hier möchte ich ein wenig Einstein korrigieren. Die Zukunft interessiert mich schon, aber die Vergangenheit auch, weil es ist so, dass wenn man die Wurzeln nicht kennt und die Vergangenheit, dann kann man gar nicht in die Zukunft gehen. Und daher glaube ich, dass es sehr wichtig wäre für uns in der Stadt Krems, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu wecken, sich mit der Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen. Und hier bieten wir eben gerade in der Dominikanerkirche, im Dominikanerkloster mit dem Museum Krems einen sehr schönen Anhaltspunkt. Und hier haben wir uns auch schon vorgestellt für die nächsten Jahre, dass wir die gesamte Bevölkerung mehr einbinden wollen. Und auf der anderen Seite natürlich gerade auch in Richtung der Schulen, der Schüler entsprechend aktiv werden wollen, um dieses Gefühl für die Stadt Krems zu entwickeln. Und wenn wir beim Gefühl für die Stadt Krems sind, dann ist für die Stadtentwicklung für mich ein weiterer wichtiger Punkt zu nennen und das ist der Denkmalschutz. Hier waren wir bis jetzt gut unterwegs und hier wollen wir auch in Zukunft gut unterwegs sein. Eva Hollerer, du bist neue Stadträtin und zuständig für die Zukunftskonferenz und die Bürgerbeteiligung in der Stadt Krems. Diese Veranstaltung ist der Auftrag für die Stadtentwicklung in Krems. Jetzt würde ich gerne wissen, warum ist für dich die Bürgerbeteiligung ein Anliegen und können nicht auch Fachleute die Entwicklung der Stadt planen? Auch von meiner Seite einen herzlichen guten Morgen. Danke für Ihr Erscheinen. Bürgerbeteiligung, ja. Bevor ich dieses Ressort übernommen habe, gestehe ich auch ganz offen, nicht sehr viel darüber gewusst zu haben. In der Zwischenzeit hat sich das verändert. Ich habe etliche Seminare besucht und habe mich doch in die Materie, glaube ich, ganz gut eingearbeitet und traue mir das jetzt auch wirklich so zu beantworten. Bürgerbeteiligung, warum stehe ich dahinter, warum ist das eine gute Sache? Wenn man immer hört, dass Politik gestalten soll und nicht Zustände verwalten soll, dieses sprichwörtliche Ohr am Bürger zu haben, dann kann das nur durch Bürgerbeteiligung erfolgen. Magistratsdirektor Karl Halbauer, du begleitest die Zukunftskonferenz seit der ersten Stunde. Mit der heutigen Veranstaltung beginnt die Arbeit am Stadtentwicklungskonzept. Welche Erwartungen und Wünsche knüpft die Verwaltung an die Beteiligung der Bewohner von Krems? Ja, auf meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir knüpfen sehr hohe Erwartungen und ich glaube, die hohen Erwartungen werden schon allein dadurch erfüllt, wenn ich mir den großen Kreis anschaue an Bürgern, an interessierten Mitarbeitern der Staatsverwaltung, an Entscheidungsträgern in der Stadt, die heute hier sind. Wir von der Stadt Krems haben die Zukunftskonferenz, Erwin Kirchhofer als der Gründervater, ja als Bürgerbeteiligungsprozess deshalb konzipiert, um gerade die Meinung der Bürger bei unterschiedlichsten Projekten zu hören und sie umzusetzen. Herr Direktor Hans-Jörg Hennes. Auch Sie sind von Anfang an bei der Zukunftskonferenz dabei und beherbergen die Zukunftskonferenz von der ersten Stunde an. Wie steht Ihr Haus, die Kremser Bank und Sparkassen AG zur Zukunftskonferenz? Auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Haus, in unseren Räumlichkeiten. Und die Frau Krem hat schon gesagt, wir sind von der Stunde Null an dabei. Die Kremser Bank erst ein paar Jahre später, aber da war ich noch nicht beruflich in Krems tätig. Ja, wir stehen einfach positiv zur Zukunftskonferenz und ich glaube, diese heurige Zukunftskonferenz ist wegweisend für die wirkliche Zukunft von Krems.
Schauen wir uns den Standort Grenzest ein bisschen, nur ganz kurz, ein bisschen tiefer an. Anschließend anknüpfend an das, was ich... Grundsätzlich bin ich wirklich heute begeistert. Wir haben jetzt ganz tolle Vorträge gerade vernommen. Und ich möchte Sie korrigieren. Ich denke mal, dass es gescheit ist, dass wir Input von außen holen. Es ist Nachmittag aber sehr wohl vorgesehen, das wieder in Workshop-Form durchzuführen. Und Ziel der heutigen Veranstaltung ist, dieser Mehrwert von außen am Nachmittag in Verbindung zu stellen mit diesem Netzwerk, wo klare Bilder entstehen sollen, wo man klare Strukturen sehen soll als Start, als Basis für eine wirklich außergewöhnliche Stadtentwicklung, die jetzt so eine Art Erneuerung erleben darf. Und ich denke mal, dass wir in einer sehr spannenden Zeit momentan leben. Die ersten paar Jahre waren sicher darauf gerichtet, dass wir mal intern einige Projekte, die dringend angestanden sind, bearbeitet hat. Und wenn wir zukunftsfähig sein wollen und Zukunft heißt Jahr 2030, die nächsten 20 Jahre, uns weiterentwickeln wollen, müssen wir jetzt mal das Ziel dorthin definieren, das Ziel definieren und dann den Weg beschreiben. Und das Ziel 2030 muss über den Tellerrand sein. Die Regionen wachsen zusammen, die Regionen entwickeln sich weiter und eine Stadt für sich allein kann in der Zukunft nicht bestehen. Also ich denke, so Zukunftskonferenzen können Ausgangspunkt sein, können Menschen befähigen, weiterzuarbeiten, können Impulse geben. Ich glaube, man darf so Zukunftskonferenzen auch nicht überfrachten. Und das, was wir heute diskutiert haben, zeigt hoffentlich, dass es nicht jetzt um sensationellen Aufbruch geht, sondern um kontinuierliches Weiterentwickeln. Das ist in Wirklichkeit das Geheimnis, um Menschen dazu zu gewinnen. Aus Verwaltung, aus Politik, Wirtschaft, aber auch Bürger und Bürgerinnen.